schönen guten Morgen hier, wieder auf meinem schönen Parkplatz. Ja, und wir machen heute eine Fahrt mit dieser Kamera, der Osmo Action. Aber eigentlich geht es wieder um die Inhalte, also auch die, die sich für dieses Auto interessieren, können dranbleiben. Und gleichzeitig testen wir diese Kamera in 4K. Ich bin ja immer noch im Zweifel, ob das hier was taugt. Rocksteady an bei 4K und wir haben Lowlight heute früh am Morgen hier. Deshalb laufe ich noch mal ganz kurz ums Auto rum. Ich habe heute mehrere Sachen vor. Deshalb heute mal noch mal ein Test hier, weil ich muss mich jetzt entscheiden. Kann man diese Kamera in irgendeiner Form hier bei mir einsetzen oder taugt das überhaupt nicht? Ich montiere das Teil mal und dann switchen wir mit der Sicht nach außen. Kennt mich alles wieder gleichzeitig. Also Kamera mal montiert und im Moment tatsächlich noch das eingebaute Mikro. Ich will aber mein externes Mikro eigentlich anschließen. Ist dann ein bisschen dumpfer, aber ich will ja auch nicht die Fahrgeräusche aufnehmen. Ich will ja eigentlich nur das aufnehmen, was ich so rede. Deshalb steckt mal das mal gleich ein hier. So, jetzt ist internes Mikro an. Ich sehe noch nichts, muss mein Smartphone connecten, damit ich überhaupt was davon mitbekomme. Gut, Ausrichtung sonst hier ist in Ordnung. Alles auch so mittig, müsste reichen. So, jetzt haben wir natürlich heute nochmal extreme Bedingungen, indem ich hier tatsächlich im Dunkeln losfahren, ja nicht ganz. Mikro mal ein bisschen anders angesteckt, ihr habt schon bemängelt, Mikro ist bei mir nicht an der richtigen Stelle. Hat natürlich so mehrere Gründe, also vor allem auch hier mit dem Gurt und so, muss gerade mal gucken, ob das so geht. Aber ihr habt schon recht, vielleicht nicht ideale Position, lass es mal hier. Ich habe aber zur Sicherheit nochmal hier meinen Zoom-Rekorder auch dabei und den schalte ich jetzt auch mal ein. Ja. Überall ist die Batterie leer, alles muss hier am Strom angeklemmt werden. Na gut. Ja, Kamera läuft. Ich sehe nichts, weil falsches Display. So, Frontdisplay. Ich habe eigentlich eingestellt, dass das Frontdisplay nicht ausmachen soll. Macht aber irgendwie trotzdem. DJI verbinden. Hier. Kamera gefunden. Verbinde mir die Kamera. Und Fernbedienung sozusagen hier noch an. Gut, dann schauen wir mal. Ich fahre nämlich meine Strecke hier nach Esslingen. Und das ist ja eigentlich das, was ich so normalerweise immer fahre mit euch hier. Mit diesen... Ups, was ist jetzt los? Na? Mein Display ist geswitcht. Warum? Oh. Habe ich irgendein Problem? Display Switch. Warum switcht mein Display in die falsche Richtung? Also hier ist es jetzt total umgedreht. Das ist nicht gut. Was ist denn das für ein Effekt? Den habe ich auch noch nicht gehabt. Das heißt, wir versuchen neu zu connecten. Vielleicht liegt es daran. Also Display war komplett umgedreht. Nochmal verbinden. Wechseln auf die Kamera. Nee, super. Also das ist jetzt auch ein neuer Effekt hier. Hat das Kamerabild umgedreht. Kann ich damit was anfangen? Ich weiß es nicht. Aber wir gucken mal, dass wir uns auf Sensormessung hier, Spotmessung machen. Kompensation, Rocksteady. Was haben wir denn eigentlich hier eingestellt gerade? Ne, wir haben 4K dran. Ich muss gerade mal gucken, was ich hier für eine Einstellung habe. Automatic eigentlich. Und ich kann jetzt hier so ein bisschen tippen und dann sollte er mir dort eigentlich die Belichtung hinmachen. Automatisch. Und, nee, ist irgendwie nicht so im Sinne des Erfinders hier. Spotmessung an. Jetzt nochmal das Ganze. Spotmessung geht aus. Warum geht die Spotmessung aus? Nee, ich weiß es nicht. Deshalb würde ich sagen, wir fahren einfach mal und wir gucken uns an, was dabei rauskommt. Jetzt bin ich voll auf Automatikmodus, also voll abhängig vom Auto. Schau mal hier so rein. Mache hier mal so eine Helligkeit auch mal ein bisschen runter. Ist ja noch ein bisschen Dusch da draußen. Weil Helligkeit erhöhen ist nachher immer
einfacher als irgendwas anderes. Ton hört sich gut an. Wir fahren los. Also das ist auch suspekt jetzt hier. Tatsächlich mein Bild gedreht. Und ich kann auch die Fernbedienung nicht so super benutzen. Ist ein bisschen komisch, als ob er hier keine Verbindung ordentlich hat. Ich will jetzt eigentlich die Spotmessung haben. Gehe hier raus, aber er spotmesst nicht. Wenn ich wieder reingucke, ist wieder ausgeschaltet. Ah, was soll's, wir fahren. Ich erzähle euch lieber was übers Auto. 6:30 Uhr morgens, sollte also nicht so viel los sein. Bin jetzt eine ganze Zeit lang mich mit dem Auto gefahren, ist lustig. Klimaanlage mal an hier, heute Morgen ist nicht so warm. Lenkradheizung mal auf 2, Sitzheizung kann ich sogar mal auf 3 am Anfang machen. Sonst 20 Grad Innenraumtemperatur. Ja, wir sind hier seit dem letzten Laden irgendwie 60 Kilometer gefahren, aber ich hatte ja so ein paar Ladeversuche, ich weiß also nicht, was das alles für ein Laden war. Ah, er will, dass ich hier abbiege, können wir gleich mal machen. Okay. Die Leute hier eng parken, kann man nicht aneinander vorbeifahren. Dann fahren wir mal hier raus heute. Aber eigentlich ein Verbrauch von 19,4, das ist eigentlich in Ordnung. Also ich merke schon, dass er jetzt auf Kurzstrecke durchaus bessere Werte hat. Auch hier mein Langzeitverbrauch ist ja bei 20,4, um die 1000 Kilometer, ein bisschen mehr. Das passt auch. Obwohl ich jetzt hier heute Morgen gerade 53 habe. Haha, ja, keine Ahnung, was das ist. Ist immer. Ich bin heute Morgen kurz gestanden und dann hat er aber, glaube ich, die Akkuheizung wieder angeschmissen. Und dann kommt natürlich hier so ein Wert raus. So, wir biegen mal hier ein, da bleiben wir auch gleich stehen und werden wir mal sehen, was gerade der Standverbrauch ist. Es geht ja auch darum, wenn wir jetzt nochmal DJI-mäßig unterwegs sind, ob man hier was lesen kann. Ich stehe und er hat 3,5 kW H durch H, also 3,5 kW Grad Standverbrauch, das ist definitiv die Akkuheizung. Gut, ich hätte jetzt das Display eine Tick heller gemacht, muss ich euch ehrlich sagen. Weiß aber nicht, ob das dann nicht schon wieder für euch zu hell ist. Hier in meinem Display sieht es noch ganz gut aus. Ich werde das auf jeden Fall croppen, schon vorher bei der Vorverarbeitung. Also ich werde jetzt diese 4K bei der Vorverarbeitung mal ein bisschen einschränken, so vom Sichtfeld, so irgendwie hier so, dass man das komplette Lenkrad sieht vielleicht und bis hier oben. Es ist dann ungefähr so das Sichtfeld, was ich normalerweise hatte, eher ein bisschen mehr. Ansonsten war es bei den anderen Kameras war es noch enger, da war es ja hier schon irgendwo abgeschnitten. Dafür hatte man mehr für draußen gesehen und halt auch hier mehr das hier erkannt. 4K-Test deshalb, um nämlich tatsächlich zu gucken, wenn ich das jetzt so rausschneide, ob dann eigentlich irgendein Verlust da ist. Ja, also das möchte ich ausprobieren. Und deshalb mache ich das mal heute und das schauen wir uns an. Aber wir reden tatsächlich jetzt mal übers Auto. Ich habe gestern ein altes Video geguckt, wo ich ein Model 3 von Nextmove übernommen habe, und zwar für ein halbes Jahr, das weiße, mit innenweiß auch, ne? Außenweiß, innenweiß. Und da habe ich mir so die ersten Fahreindrücke damals geschildert. Ich hatte davor einen Nissan Leaf, so als Überbrückung, weil ja die Model 3s nicht so in Deutschland ankamen. Oh, jetzt wird es hier heller, ich mache das hier mal so. Und dann habe ich einen Nissan Leaf dazwischen gehabt, ja, und da war jetzt so mein erster Fahreindruck im Model 3. Und da waren so ein paar so Äußerungen, wo ich dachte, oh, die muss ich jetzt nochmal hier mit meinem ID3 nochmal gegenchecken. Also ich hatte zum Beispiel gesagt, boah, hier fährst wie Go-Kart, weil das Lenkrad ist ja so, war ja relativ klein oder ist ja relativ klein in dem Model 3. Ja, und da habe ich gedacht, ja, im ID3 ist es eigentlich ähnlich hier so. Ne? Also das finde ich eigentlich auch, dass das hier so ein bisschen Go-Kart fahren ist. Ich bin jetzt ja eigentlich nur in Eco unterwegs. Wenn man da in Sport unterwegs ist, ist das natürlich noch mal deutlicher. Wobei ich jetzt nicht so der bin, ich weiß nicht, also diese ganzen Einstellungen, dass dann da die Federung härter sein soll. Hier ist auch so ein Dynamikfahrwerk drin. Die Lenkung anders sein soll und das Verhalten am Gaspedal. Boah, also so viel Unterschied, wirklicher Unterschied ist da nicht, dass es sich lohnt, da ständig hin und her zu schalten. Deshalb, also Sport okay, wenn man mal richtig raus beschleunigen will. Ich fahre die ganze Zeit in diesem Eco-Modus, wobei ja das Auto selber eigentlich immer in Komfort sozusagen fährt, zumindest vom Fahren her. Also diese Begrenzung
auf 120 km/h sind es dann, glaube ich, die hat er am Anfang gar nicht drin, wenn du nicht nochmal explizit umschaltest auf den Eco. Ja, okay, das nur so als Rahmenbemerkung. Aber diese ganze Einstellung hier, diese verschiedenen Ansichten hier, Einstellungen hier vom Fahrwerk, von der Klimaanlage und so weiter, ich nutze es eigentlich nicht so richtig, muss ich euch sagen. Ja. Also das ist so ein bisschen, das brauche ich auch nicht unbedingt. Hab's damals gesehen, beim Tesla konnte man das nur so marginal einzelne Sachen einstellen, dann waren die so, du konntest nichts generell zwischen so Fahrmodis umschalten. Später hatten sie da diesen Lässig-Modus reingemacht, daran merkt man schon, eigentlich ist das Auto der Tesla immer in Sport und du kannst ihn dann auch auf eine lässige Fahrweise umschalten. Na gut. Aber ich hatte mich so daran erinnert, ja, hier mit dem Handling her, also eher vom Lenkrad her, und ich hatte dann so gesagt, ja, was macht eigentlich Spaß, hier beide Hände am Lenkrad zu haben, weil es so ein Go-Kart-Fahren ist. Das habe ich tatsächlich jetzt hier auch so ein bisschen, und das ist auch das, was mich als an dem ID.3 durchaus fasziniert. Ich finde das Auto sehr kompakt, finde auch die Motorisierung hier, 200 PS da, finde ich eigentlich für das Auto jetzt in Ordnung, hat man mal ein bisschen Durchzug, ne? GTI-Feeling, sage ich immer zu meinem Sohn, weil der mal meint, man müsste ein GTI haben. Nee, braucht man nicht, E-Autos sind viel besser. Deshalb habe ich auch ein bisschen Zweifel am ID.4, wenn der mit diesem Motor vom ID.3 daherkommt. Das ist dann schon ein bisschen behäbiger. Man kann sagen, okay, das ist halt ein bisschen komfortableres Auto oder wie man das sagen will. Kann man auch so sehen. Ich würde sagen, ID.4 wäre mit dem Motor ein bisschen unterdimensioniert. Kommt ja jetzt auch noch so eine GTX-Line oder irgend sowas, die dann wahrscheinlich noch sportlicher wieder ist. Na gut. Ob ich jetzt ein ID.3 tiefer legen muss, sportlicher machen muss, ich weiß, das ist alles großes Thema bei VW, die wollen das wohl auch in den E-Autos so weiter behandeln, dass man da Mordsumrüstsätze dann hat, und also vom Hersteller schon, aber auch vom Zusatzhandel, kann man meinetwegen so machen, muss ich jetzt alles nicht haben. So, wir sind auf der Autobahn und wir schalten mal hier den Travel Assist an. Erstmal mache ich ja ein Resume und dann nochmal Travel Assist, damit er die letzte Einstellung von den Geschwindigkeiten hat. Hier ist jetzt unbegrenzt gerade und deshalb switcht er mir hier auch auf 130. Ist auch so ein tricky hier, wenn man den Travel Assist benutzt. Ja, das hätte VW auch einfacher machen können. Ist immer auch genau wie diese B-Stellung hier. Ich drehe immer wenn ich losfahre, zweimal nach vorne, weil ich immer in B fahren will. Das könnte man auch irgendwie einfacher haben als Konfiguration. Wenn du einmal nach vorne drehst, immer auf B stellen gleich. Irgendwie, ne, wenn ich immer B fahren will. Na schön. Gut. Ich hoffe, die Sicht hier über die DJI Osmo Action ist ganz gut. Ich bin im Zweifel, ob die Kamera hier für innen was ist. Na, muss ich euch ehrlich sagen. Weiß es nicht. Ich guck mal so, was tut er hier eigentlich? Eigentlich bin ich im Automatikmodus. Er hätte jetzt, glaube ich, ISO 100 und ein 60stel drin in der Automatik. Sieht aber aus eher wie eine manuelle Einstellung, aber okay. Und das ist jetzt Rocksteady, ist, soweit ich weiß, eigentlich an. Ich hänge auch an der Stromversorgung. Muss mal gucken hier. Zeigt irgendwas von 95% geladen an. Ja, und irgendwie 2,5 Stunden könnte aufnehmen damit. Ja, ich befürchte ja, dass da jetzt Gigabytes rauskommen, aber wir wollen ja mal tatsächlich die Kamera an die Grenze fahren. Also 4K Auflösung ist jetzt das Höchste. Man kann jetzt noch ein bisschen in der Framerate ja variieren. Da habe ich, glaube ich, jetzt 60 Frames per Second. Mehr geht auch nicht. Okay. Was ich jetzt gesehen habe, natürlich, die Kamera kostet so 250 Euro und wenn du eine GoPro nimmst, Hero 8 oder Hero 9 ja jetzt sogar, kostet das Doppelte, so fast, ne? Ein bisschen Zubehör brauche ich mal auch noch, also der externe Adapter für Mikro und so weiter. Ich glaube nicht, dass eine Actioncam generell diese Bedingungen hier so richtig erfüllen kann, weil ich habe ja hier unten dunkel, ja, möchte das hier aber, dass das Display scharf abgebildet ist und auch kontrastreich. Und da draußen sollte es halt nicht überbelichtet sein. Ne? Also so soll es eigentlich sein. Der Himmel überstrahlt vielleicht ein bisschen, okay, aber so die Fahrsituation will ich ja schon sehen. Ne? Und hier das Display sollte möglichst auch gut zu sehen sein. Deshalb eigentlich habe ich hier so einen Ausschnitt normalerweise hier. Da geht ein bisschen bis da. Ich sehe eigentlich die Seitenfenster und die Seitenspiegel normalerweise so nicht. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, ich hätte jetzt die Möglichkeit, hier das Lenkrad komplett abzubilden, um zum Beispiel auch so ein autonomes Fahren besser zu zeigen. Das wäre so ein Ansatz, wenn man sowas machen will. Kann man so mal machen, und das wäre jetzt auch der Versuch, das hier so zu triggern. 120 und 120 erkannt. Gut, hier sind so durchgestrichene Schilder. Manchmal erkennt das Auto auch die durchgezogenen Schilder. Okay, wir fahren hier wieder rüber. 120. Travel Assist, also ich finde, es ist ein sehr entspanntes Fahren. Ja, klar,
Ich habe da natürlich dieses Auto auch genommen, weil es so ein bisschen das Potenzial hat, so ein bisschen alleine fahren zu können. Natürlich nur unterstützt, immer die Hände am Lenkrad. Und es ist auch nicht so, dass du wirklich den Eindruck hast, du kannst ihm das Fahren überlassen. Also 100% das nicht. Es ist schon noch, sagen wir mal, sehr vorsichtig zu behandeln. Aber es funktioniert schon in einem Bereich, wo du sagst, es ist entspannend. Das muss ich aber schon sagen. Ja, dass man sagt, kann jetzt hiermit, also jetzt lenkt er wieder in die Spur zurück und so. Das finde ich eigentlich cool. Jetzt mache ich, gehe ich wieder rüber hier. Und dann fängt er sich dort auch in der Spur dann und lenkt dann irgendwann mehr oder weniger jetzt wieder alleine. Jetzt hat das gerade nicht, wenn ich es vorführe, ist natürlich klar. So, jetzt zeigt mir es auch vorne in dem Head-Up-Display an und solche Sachen. Also ist schon interessante Fahrweise. Was ist hier los? Wir gucken das an. Nee, es ist in Ordnung. Ich dachte gerade, ich müsste da irgendwo schon abfahren, ist aber erst weiter vorne. Head-Up-Display, wo ich gerade Head-Up-Display sage, wenn ich immer jemand anders fahren lasse hier drin, gestern fuhr mein Sohn, habe ich zu ihm gesagt, sag mal, siehst du da vorne, dass da eine Anzeige ist? Ja, so ein bisschen. Er guckt jetzt ein bisschen weiter unten, glaube ich, rüber, weiß nicht. Meine Frau guckt auch ein bisschen knapper übers Lenkrad und irgendwie, die bemerken das Head-Up-Display überhaupt nicht. Ja? Und den Eindruck habe ich ja auch, wenn ich jetzt so fahre, dass ich eigentlich nicht aufs Head-Up-Display achte, weiterhin nicht. Also das ist ganz komisch. Ich habe mir ja schon mal gezwungen, indem ich das hier vorne abgedeckt habe und dann jetzt gesagt habe, so, jetzt schaue ich mal, ob ich allein nur mit dem Head-Up-Display und dem Display fahren kann. Ne? Und ich kann mich einfach nicht so richtig dran gewöhnen, da vorne hinzugucken. Ich finde es auch so, wenn ich da hingucke, muss ich auch umfokussieren, immer noch, trotzdem. Also ich kann auf die Straße gucken oder nach vorne zu den Autos da und dann, wenn ich aufs Head-Up-Display gucke, muss ich mich kurz konzentrieren, damit ich auch sehe, was da steht, weil es sind auch sehr viele kleine Schriftarten. Ich müsste meine Brille aufsetzen. Ich sage immer, das Head-Up-Display ist virtuell in der Entfernung, wo ich da gerade ein bisschen schlechter sehe. Na, ich merke das ganz selten eigentlich. Also wenn du am Bildschirm so am PC arbeitest, merkst du gar nichts. Merkst du, wenn irgendwo eine Präsentation ist, ein bisschen weiter weg, dann sehe ich tatsächlich auch, dass da, da muss ich mich mal hier reindrängeln. Da hat hinter mir einer hier mich abgeschnitten. Ja, das finde ich gar nicht witzig. So. Gut. Also Head-Up-Display, weiß ich nicht. Es sieht irgendwie schon cool aus, auch dieses Augmented Reality. Muss ich nochmal euch jetzt nochmal richtig hier in dem Auto zeigen. Ist natürlich schwieriger, da muss nochmal eine Kamera hier installiert werden, um euch das zu zeigen, weil man das aus der Perspektive überhaupt nicht sieht. Also man hat das tatsächlich nur im Blick auf einem gewissen Level hier. Muss man hier gucken, hier hört es schon auf. Ja, wenn ich hier so bin, hört es eigentlich schon auf. Man muss da ziemlich mittig davor sein. Und da kann ich, das ist genau an der Stelle, wo meine Augen sind. Und da kann ich im Grunde gar keine Kamera montieren. Also ist es extrem schwierig, das so in einen Film reinzukriegen. Da müsste die Kamera hier vorne irgendwo stehen und die dürfte auch nicht so groß sein. Das wäre jetzt was für eine Action-Cam. Also das werde ich nochmal ausprobieren. Ja, ist das jetzt ernüchternd? Ist das jetzt, dass man sagt, brauche ich nicht? Weil zum Beispiel Tesla hat das ja nicht und Elon Musk sagt auch, keine Ahnung, wozu man das braucht. Ich finde es cool. Ich glaube auch, das ist die Zukunft mit diesem Einblenden genau an der Stelle, diesem Augmented Reality und auch für die Navigation und so. Nur hier im ID3 ist es natürlich auf einem sehr, sehr einfachen Level und in der allerersten Stufe. Ja, ist so ein bisschen eine Trickserei. Man hat ein paar einfache Sachen da reingemacht und die haben halt jetzt eine ganz schön gute Wirkung eigentlich. Aber sie sind nicht das. Er zeigt mir zum Beispiel im Kreisel nicht, an welcher Stelle ich rausfahren soll. Es ist ein bisschen ungenau. Also wenn ich einen großen Nutzen haben will, zum Beispiel, du hast jetzt hier mehrere Fahrspuren und so komische Autobahnkreuze, Kreisel oder was weiß ich, oder Abzweigungen, dann sollte er schon natürlich ziemlich eindeutig zeigen, wo willst du jetzt eigentlich hinfahren, sodass ich hier nicht mehr irgendwo nochmal separat gucken muss und so oder auch eine Stimme hören muss. Und das ist es halt noch nicht. Es zeigt immer so ganz grob, so jetzt musst du mal rechts abbiegen oder manchmal auch an Stellen, wo du noch gar nicht abbiegen musst, weil es erst viel später ist. Also gerade in so engen Wohngebieten oder so. Und dann merkst du, ja, die Sache ist schon, sagen wir mal, auf einem einfachen Level gehalten. Ja? Ansonsten ist es tatsächlich cool auch so. Ich finde auch dieses, wenn er so nach vorne das zeigt, da jetzt bist du zu nah an irgendein Fahrzeug dran. Ja, das macht er ja auch nicht immer, also manchmal nur so und so. Also das ist schon cool. Aber ich habe mich tatsächlich jetzt dran beobachtet, dass ich ganz wenig auf das Head-Up-Display wirklich achte. Und auch wenn es mir Anzeigen bringt, wirkt ich die eigentlich nur so im Unterbewusstsein mitkriege. Vielleicht soll das auch so sein, vielleicht ist das auch die Idee. Meine anderen Fahrer, wie gesagt, meine Frau, wenn die fährt oder wenn jetzt mein Sohn oder meine Tochter fahren, die nehmen das gar nicht wahr. Das ist das ganz Seltsame. Und das ist natürlich für so einen Entwickler von so einem System, wo man wahrscheinlich sehr viel Herzblut, sehr viel Können rein investiert hat, dann irgendwo schon schade. Die haben nicht gesagt, wow, was ist denn das? Das ist ja super cool. Eben nicht. Und das habe ich jetzt auch gedacht, okay, der Wow-Effekt hat gefehlt.
Na, wir biegen jetzt hier tatsächlich ab. Er zeigt mir das jetzt hier auch mit einem kleinen Pfeilchen da vorne, dass ich jetzt hier rumfahren soll. Na, und das, ja. Ansonsten, Fahrleistung finde ich jetzt in Ordnung, selbst in Eco. Ich muss da auch nicht großartig umschalten. Finde das eigentlich cool. Man gewöhnt sich auch hier so ein bisschen an diese seltsame Bedienung mit diesem Touch hier und welchem Menü ist was. Aber das ist ja bei Tesla nicht anders gewesen. Irgendwann waren die Menüs da auch so überladen, dass du da doch ständig irgendwie rumsuchen musstest. Ja, es ist ja auch, hier ist es ein Tick schlimmer, würde ich sagen. Ja, das zeige ich jetzt aber nicht. Man hat sich auch ein bisschen dran gewöhnt jetzt hier an diese Ansicht. Die habe ich ja jetzt hier so designt. Viele haben das übernommen, die das gesehen haben. Das ist nicht Standard so, diese Einstellung hier, dass man da den Verbrauch und dort die Karte sieht. Ja. So, jetzt müssen wir wieder auf DJI überlegen. Ja, jetzt haben wir hier eine Situation gegen Licht. Und ich sehe in meinem Smartphone übrigens, ach übrigens, Smartphone läuft noch, keine Meldung, dass es zu warm geworden ist oder sowas. Ich habe da nämlich in der DJI nochmal umgestellt, er soll hohe Temperaturen können, was auch immer das für eine Einstellung ist. Weil ich hatte nämlich das auf Mittel und da hat er mir beim letzten Mal ja so eine Fehlermeldung gebracht. Also ich sehe jetzt hier, dass es total überstrahlt ist draußen. Sehe aber, dass das Display eigentlich in Ordnung sein sollte. Und die Fahrbahn eigentlich auch noch. Also könnte funktionieren. Ne? Also ISO 100 und ein 60stel sagt er mir jetzt hier, dass er das so filmen würde gerade. Gut, nehmen wir mal so hin. Muss das für die Rückfahrt noch mal ein bisschen besser ausprobieren und warum er hier auch das geswitcht hat, hier umgedreht hat. Das ist mir jetzt noch, habe ich noch nie gesehen. Ja, also ich denke mal, nochmal um auf die DJI hier zu kommen, ich denke, dass er eine zu große Datenmenge hier produziert jetzt. Ich gucke gerade mal nach hinten und ich sehe, dass die Kamera auch von hier aus noch zu sehen ist. Also das Display ist vorne noch an. Ich hatte da echt irgendwelche Schwierigkeiten. Ich weiß nicht warum. Der hat mir eigentlich... Rettungswagen, ja. Hatte mir eigentlich auch währenddem ich aufnehme, das Display auch vorne ausgeschaltet. Da habe ich auch gedacht, hey, ich habe doch extra gesagt, immer alles anlassen. Ne? Gut, da habe ich nicht in 4K gefilmt. Vielleicht liegt es daran. Keine Ahnung. Ja. Eigentlich könnte das... Dürfte das nicht sein. Na gut. Okay, zurück zum Auto. Jetzt fahren wir nämlich hier gerade 80. Und 80 ist hier ein bisschen lahm. Da werde ich immer bedrängt. Also können wir nochmal versuchen, 83 zu fahren. Das ist äußerst schwierig. Ich kriege es auch jetzt hier heute gar nicht hin. Seht ihr gerade? Nochmal auf 80 zurück. 81, 82, 83. Also muss man ein bisschen mal oberhalb da von dem Plus so drückt auf der Kante. Dann kriegt man die Einzelschritte auch hin. Das ist auch so eine Fummelei. Und ich fahre ja jetzt schon einige Monate mit diesem Auto. Und das ist auch so eine Sache, die habe ich bis heute nicht richtig hingekriegt. Also da habe ich immer noch keinen so einen Switch, wo ich sage, ja, so geht's. Also deshalb auf die Kante drücken ist im Moment mein einziges und eigentlich auch nur im Plusbereich. Im Minusbereich ist er dann schon gleich wieder auf der Mode-Umschaltung hier unten. Also das nervt mich schon auch ein bisschen. Ist das jetzt Meckern auf hohem Niveau? Weiß nicht. Sonst so, wie gesagt, der Verbrauch jetzt hier mit dieser neuesten Version ID.2.1, ja, 792, ne? Da ist diese Wärmepumpengeschichte oder auch die Akkuvorklimatisierung ein bisschen zurückhaltender oder der Einsatz der Wärmepumpe besser, Akkuklimatisierung zurückhaltender, sodass wir jetzt hier auf Verbräuche doch unter 20 kommen. Ne? Wir haben heute Morgen 1 Grad plus, ist also immer noch ein bisschen winterlich. Das finde ich in Ordnung. Ich denke, vor dem ganzen Update und der Optimierung waren wir da deutlich höher, irgendwie so bei 25. Also das finde ich schon, dass ich das ausgewirkt hat. Da sollten Sie auch weiter dran arbeiten. Deshalb sage ich auch zu allen, die immer fragen, Wärmepumpe ja, nein, sage ich immer, nehmt die Wärmepumpe mit, weil ich glaube, dass die in Zukunft einen höheren Stellenwert kriegen wird und dass man die vermutlich durch Software optimieren kann. Zumindest die Ein-Ausschaltzeiten oder die Intensität oder sowas. Natürlich, die Wärmepumpe an sich ist ein mechanisches Teil, ja, also das ist mir schon klar. Die werde ich nicht optimieren können, aber deren Einsatzzweck durchaus. Und genauso die Akkuheizung, die jetzt auch einen großen Teil hier meines Verbrauchs, zumindest bei einer Kurzstrecke oder auch noch bei 30 Minuten, 30 Kilometer Fahrten einnimmt, wird man noch optimieren können mit Ein-Ausschaltzeiten, Intensität. Also ich würde lieber die Wärmepumpe mitnehmen, das ist der heiße Scheiß, das hat gerade jeder, selbst Tesla. Also liest da irgendwas dran, denke ich. Also das würde ich nicht darauf verzichten. Ist so genauso, wie wenn du bei einem Tesla die Anhängerkupplung nicht reinbaust, hast du auch so ein Problem. Kannst du nämlich nicht nachrüsten. Hier ist es jetzt so, da kannst du die Anhängerkupplung ja nachrüsten. Gut, kostet halt ein bisschen Geld. Ne? Das ist immer das Problem. Das ist auch das, was mich bei VW gerade so ein bisschen nervt. Man merkt jetzt, im Konfigurator gibt es jetzt ein paar neue Features. Ja, und die kriegen die alten Fahrzeuge nicht. Ja?
Ich schalte hier mal aus, Bremse kurz drücken, dass wir hier an dem vorbeifahren, weil der doch relativ schnell fährt. Und mal hier wieder mich einordnen, zack, so. Weil unbedingt ein Schlaudi-Fahrer noch an mir vorbeiziehen will, ne? Ja, will er unbedingt. Gut, es geht um die Parksensorik nämlich hinten. Also wir haben seitlich keine Parksensoren, sodass dieses Auto diesen Parkassistenten zum automatischen Einparken nicht bekommen wird per Software. Und das finde ich schade. Diese Sensoren kosten nicht arg viel. Die hätte man reinbauen können oder eine Art Erweiterungskit, Austauschkit offiziell anbieten können für die Fahrzeuge, die es schon länger gibt. What? Ja, what? Ja, ja, die wollen halt zur Arbeit heute. Also da finde ich es ein bisschen schade und auch hat schon so die Next Steps so klar, diese Sportsitze, da war ich ein bisschen zu spät dran, hätte ich glaube ich aber wahrscheinlich eh nicht bestellt. Na, ich finde die normalen Sitze jetzt hier eigentlich, ist ein bisschen konservativer, eigentlich in Ordnung. So sportlich ist das Fahrzeug nun auch nicht. Aber bei den Parksensoren, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, das ist jetzt echt Mist, dass ich die nicht habe und dann kriege ich eigentlich in dem Over-the-Air-Update, was ja gehen soll, bekomme ich das ja dann gar nicht. Ne? Und dann habe ich gedacht, erster Fall von, eigentlich haben wir jetzt Over-the-Air-Update, Software-Erweiterung, aber ich kriege sie nicht, weil mir Hardware-Teile fehlen. Und wenn sich das halt so weiterentwickelt, ja, also ist ja auch die Fahrerprofile, habe ich ja immer angemeckert, Fahrerprofile, ich will die Positionen von den Sitzen will ich speichern können auf bestimmten Fahrerprofilen, auch die ganzen anderen Einstellungen. Das wird hier in diesem Fahrzeug nicht gehen, weil da ein Steuergerät fehlt, haben mir jetzt Experten gesagt. Also der Speicher ist gar nicht da. Ja, sprich, du wirst das bei Software gar nicht kriegen. Jetzt schauen wir mal, was die da machen. Sie haben uns ein bisschen was versprochen. Wenn es natürlich nachher bloß die Radio-Favoriten sind, dann war es definitiv zu wenig. Das muss ich also ehrlich sagen, Leute. Das ist nicht der Sinn der Sache. Ich will die Spiegel, die beiden, rechts und links. Ich will die Sitzeinstellung, die gespeichert haben. Ja, also das ist so die Haupteinstellung, die man jedes Mal ändern muss, wenn jemand anderes im Auto sitzt. Und das ist total nervig, weil du ja heutzutage hier alles so blub, 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 hoch, hoch, runter, rechts, links, vor, zurück. Lenkrad auch noch. Das Lenkrad ist mechanisch, das kann man sich nicht speichern, das ist mir schon klar. Schade. Ich sage deshalb zu meinen anderen Fahrern immer, Lenkrad wird nicht verändert, ein Sitz wird nur nach vorne gefahren und nach hinten gefahren und nicht in der Höhe verändert oder höchstens nochmal die Lehne, wenn ihr unbedingt wollt. Ja, mich nervt das total. Und was habe ich jetzt gemacht? Ich habe mir tatsächlich da unten so einen Aufkleber dran gemacht, wo meine Position ist, ja. Mit so einem Pfeil. So, bis hierher muss der Sitz nach vorne sein und dann sitze ich einigermaßen gut. Ja, das ist doch scheiße sowas, Leute. Das kann ja nicht wahr sein in so einem Auto. Ja? Also Digitalisierung, es sieht anders aus. Und das ist halt schade, wenn da so Komponenten fehlen, die sie dann irgendwie nicht nachrüsten wollen oder auch können. Nein, sie können es. Also das ist ein komplett modularer Baukasten hier. Ich finde das super. Ja? MEB, nicht nur MEB, sondern das gesamte Konzept von VW, es war schon immer so, mit diesen Geräten, die sie da drin haben und diesen Codierungen, wie sie das immer nennen, oder die Experten das nennen, ne? Die Fans. Das finde ich alles super, die Idee. Ja? Auch, dass teilweise erhalten bleiben die Sachen, selbst bei einem Update. Und jedes Steuergerät hat seine eigene Software und all diese ganzen Sachen. Das finde ich super. Nur, es sollte halt bis an den Endkunden kommen, auch mit Fahrzeugen älterer Generation. Das ist scheinbar nur was für Bastler. Also wenn du es selber einbauen kannst, okay, super. Ja, teilweise musst du aber auch zum Beispiel, ist das der Kabelsatz gar nicht dabei. Also das geht dann gar nicht. Also du musst dann noch einen anderen Kabelsatz haben. Und das finde ich dann schon, ich weiß nicht, warum die so eine wahnsinnige Varianz da reingebaut haben, ob es das wirklich bringt. Als wenn du jetzt einen einzigen Kabelsatz hast und der kann alles, ja, und du baust doch alle Geräte ein und lässt es dann per Software limitieren. Also das ist meiner Meinung nach ein iPhone auf Rädern, ja, dass du eigentlich die Hardware komplett drin hast, wie so ein PlayStation-Ansatz und dann eigentlich durch Spiele, Software das Ding dann verbesserst und auch über Over-the-Air-Updates dann immer neue Updates drauf kriegst. Weil was bleibt denn jetzt hier dem armen VW über mit Over-the-Air-Update? Ja, irgendwelche Bugfixes, ja, irgendwelche Performance-Verbesserungen, weil sie hier das jetzt dann plötzlich in Maschinencode haben und nicht mehr mit einem Python oder irgend sowas. Aber das ist doch nicht, das ist nicht das, was wir wollten. Wir wollten neue Funktionalitäten. Ja, und da, ja, okay. Ah, gemeckert. Wir sind kurz vor Esslingen, deshalb 500 Meter, ich soll hier rausfahren. Das war's mal heute von meiner Seite und ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann demnächst bei einem nächsten Video wieder mit dieser DJI Osmo Action im Test und in diesem tollen Auto, dem ID.3 Pro Performance Max mit dem mittleren Akku in Türkis. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss!